wir grüßen euch vom ganzen Herzen, alle, die uns hören, uns unsere Stimme hören, überall auf der Welt. Ich bin euer Diener Numabi Doji Paul, der Zuständige von Gebetszeltlager in Kowe Zion, wo wir Gott beten. Und Gott hat uns geholfen, dass wir vom Frieden der Gruß von Jesus Christus an euch haben. Ich würde sagen, wir haben die Gnade Gottes, dass von jetzt an jeden Montag, von Montag bis Sonntag, wir Frühstück für unseren Geist haben werden. Jeden Frühmorgen frühstücken werden wir für unseren Geist. Und für diese Woche haben wir als Thema Menschen, die Gott befürchten, haben Segen. Wo können wir das lesen? Psalm 112, Vers 1, da können wir eine Nachricht lesen. Da können wir lesen: Wohl dem, der den Herrn fürchtet, der große Freude hält an seinen Geboten fest. Ja, ich würde sagen, was bedeutet Gott fürchten? Was kann man darunter verstehen? Zum Beispiel, wir, die Eltern sind, wollen gern, dass unsere Kinder uns fürchten. Wir wollen, dass unsere Kinder uns respektieren und dass unsere Kinder uns gehorchen. Alle Menschen, die von Gott geschaffen sind, sind von Gott geliebt. Gott liebt alle und alle, die auf der Welt sind, müssen Gott gehorchen. Und Gott gehorchen, was kann man darunter verstehen? Das bedeutet, dass wir dem Geboten Gottes folgen sollen. Jemand kann Gott kennen, kann Gott auch rufen, aber keine Furcht vor Gott haben. Aber diejenigen, die den Geboten Gottes folgt, ja, wird von der Bibel als die Leute, die Gott fürchten, genannt. Und die haben viel Segen. Was sind die Hoffnungen, das Versprechen von Gott an Leute, die ihn befürchten? Das allererste ist das ewige Leben. Die Seele wird ewig leben. In der Bibel wurde gesagt, dieser Mensch wird gesegnet. Und der erste Segen ist die Gesundheit. Und der zweite ist Kinder, die wir auf dieser Erde haben. Und der dritte ist Reichtum, alle Reichtum der Welt. So, wenn wir versuchen zu verstehen, wie Leute, die Gott fürchten, diese Segen haben, wir können sagen, sie haben viele Erbe von Gott. Es ist immer gut, Gott zu fürchten, Gott zu gehorchen und Gott zu respektieren. Und in der Bibel wurde gesagt, Menschen, die Gott fürchten, halten fest an Gottes Gebote und sie lieben diese Gebote und sie leben nach diesen Vorschriften. Es gibt Menschen, die sagen, sie kennen Gott und sie lieben Gott, aber sie fürchten Gott nicht, weil sie ihre Gebote nicht folgen, nicht beachten. Vielleicht in der Welt können diese Menschen reich werden, gesund werden, aber das ewige Leben bekommen sie nicht, weil sie Gott nicht befürchten. Aber Menschen, die Gott fürchten, haben alle drei Segen. Noch einmal, Gesundheit. Der zweite Segen ist Kinder. Und der dritte ist Reichtum. Und das allerletzte ist das ewige Leben. Und wenn wir hoffen, dass alle Kreaturen der Welt diese Reichtum, diese Segen bekommen, so können wir uns fragen, wer kann Gott fürchten? Alle Kreaturen der Gott sollen Gott gehorchen. Sei du arm oder reich, bist du schwarz oder weiß, bist du klug oder unklug, alle Menschen sollen Gott fürchten. Deswegen bitte ich Gott darum, dass er uns alle helfen, dass wir die von unseren Kindern Respekt erwarten, dass wir auch Gott befürchten. Gott sei mit euch. Danke.